Ja, hallo liebe Freunde und Unterstützer des Partisan Open Airs. Wenn wir hier so in trauter Dreisamkeit hier sitzen, heißt das meistens nichts Gutes. Und so ist es leider auch in diesem Jahr wieder gekommen, dass wir unser allseits geliebtes Partisan Open Air wiederum absagen müssen für das Jahr 2021. Wir stehen alle hier noch ein bisschen unter dem Schock, weil diese Information eigentlich brandaktuell gerade reingekommen ist. Es gibt einiges zu sagen für uns. Wir nehmen das hier zum Anlass, um daraus gleich ein kleines bisschen näher einzugehen auf die Dinge, die uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Fakt ist eins, Partisan 2021 wird dicht stattfinden. Die Rahmenbedingungen, die uns von seitens den Behörden vorgegeben haben, lassen sich für eine Veranstaltung wie der unseren nicht erfüllen. Wir arbeiten momentan mit Hochdruck daran, wie wir das ins Jahr 2022 transferieren können. Und natürlich muss man sagen, dass verschiedene Bands, die für 2020 gebucht waren, jetzt in 2022 nicht mehr von so großem Interesse sind, sodass wir momentan an einen Mix arbeiten, wie wir aus den Bands, die wir für 20 angekündigt haben, in 22, aber es wird eine ganze Reihe Bands geben, die neu dazukommen. Retrospektiv auf die letzten Monate, also eigentlich die letzten anderthalb Jahre zurückblicken, muss man sagen, dass ich durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen im künstlerischen und vor allem veranstaltenden Gewerbe ein ziemliches Tohuwabohu ergeben hat, das natürlich uns als Festivalveranstalter hart trifft, das ansonsten aber auch viele andere Firmen da hart tangiert, sei es Caterer, sei es Anbieter für Sanitärlösungen, Bands natürlich, Bookingagenturen, und das war, und das haben wir nun hautnah durchlebt, ein ziemliches Hin und Her, on and off, also was ist möglich, was ist unmöglich. Wir hatten letztes Jahr im Oktober hatten wir die Möglichkeit, zwei Outdoor-Konzerte in Weimar durchzuführen, was uns leicht hoffnungsvoll in die Zukunft blicken ließ, obwohl für uns von vornherein klar war, dass sich die Situation über den Winter nicht unbedingt entspannen wird. Was wir ganz klar angenommen haben, auch mit dem Impffortschritt, den wir in Deutschland inzwischen haben, ist, dass es in der wärmeren Jahreszeit deutlich lockerer vonstatten gehen sollte, und viele Leute im Netz waren da ja auch recht erwartungsvoll oder hoffnungsvoll, also da diese relativ einfache Matrix gesehen haben, was ist ab welcher Inzidenz möglich und was ist nicht möglich. De facto ist es aber so, dass, wie Miete das gerade eben schon sagte, eine Großveranstaltung wie das Partisan jetzt auch in diesem Sommer nicht stattfinden wird, und dass diese ganze Branche und natürlich auch die dazugehörige Szene wieder vor Herausforderungen stellt. Also es gibt Firmen, die sind schon in Konkurs gegangen. Es gibt viele, die da irgendwo am Existenzminimum knaubeln oder auf Kurzarbeit sind. Auch die ganze Künstlerschiene, was das angeht, natürlich, was Releases angeht. Und die Bands sind wild, das live vorzustellen und nicht unbedingt vor einem bestuhlten und limitierten Publikum oder einer Online-Veranstaltung. Ja, das hat vieles einfach sehr durcheinander gewirbelt. Erik, das hast du genau richtig erkannt. Im Endeffekt ist es so, dass die Rahmenbedingungen, die durch diverse Branchenregelungen und so weiter vorgeschrieben sind, heißen Mund-Nasen-Abdeckung auf der gesamten Festival-Area. Es gibt dort Verweise, nur halbherzige Verweise auf Branchenregelungen für die Außengastronomie, Eventgastronomie, die dann Plexiglasscheiben und so einen ganzen Wahnsinn dort beinhalten, wo wir sagen, unter diesen Bedingungen können und wollen wir unser Festival nicht stattfinden lassen. Es ist uns unvorstellbar, dass die Leute dort mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz dort vor der Bühne stehen. Das ist ein Ding, das können wir aus unserer eigenen Intention und auch sicherheitsrelevant können wir das nicht darstellen, die ganze Geschichte. Ja, es ist, wie du schon sagtest, es gibt ständig widersprüchliche Signale von Seiten der Politik, nur irgendwann ist für uns einfach das Zeitfenster abgelaufen, in dem wir hier
sinnvolle Entscheidungen treffen können. Wir müssen mit den Bands kommunizieren. Es sind so viele Gewerke zu koordinieren, die wir logischerweise alle jetzt schon bestellt hatten, aber jetzt absagen müssen. Aber wir können die nicht bis zum St.-Nimmerleins-Tag hinhalten. Ja, dann lass uns mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Was wird sich auf Festivals verändern? Das ist wirklich ein Blick in die Glaskugel, wenn man angesichts dieser Tatsache, dass man bei diesen Inzidenzwerten da draußen nicht veranstalten darf, was kann dann in 2022 sein? Wenn man jetzt realistisch guckt, wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass wir vorher komplett wissen, wer auf unserem Festival ist. Also ich könnte oder wir könnten uns vorstellen, dass diese Kontakt- oder Personennachvollziehbarkeit wohl vielleicht Einzug halt hält. Das ist eine Geschichte, die wir jetzt aber noch nicht wirklich nachvollziehen können. Wir werden eine ganze Zeit lang noch mit diesen Restriktionen leben müssen. Wir sehen momentan, ja, dass bei kleinen Veranstaltungen mit App gearbeitet wird, mit Test gearbeitet wird. Ob das in 2022 noch der Fall sein wird, wir hoffen es nicht, weil das macht natürlich eine Organisation von einem Festival nochmal schwerer im Voraus, dass ihr bei uns ankommt, getestet werden müsst, vorher mit App schon arbeiten müsst, sich bei uns einscannen müsst, dass ihr bei uns auf dem Festivalgelände seid, nicht runter vom Festivalgelände fahren dürft, all solche Sachen. Wie gesagt, das wird sich jetzt über den Jahreswechsel, denke ich mal, rauskristallisieren, was dort kommen kann. Fakt ist, dass wir natürlich daran interessiert sind, ein Festival zu veranstalten, was so ist, wie es vorher war, also Maximum Freiheit für euch unter unseren Maßgaben. Aber ich denke, euch hat das die Jahre gut gefallen. Wir werden sehen, wo wir da hinreisen müssen und was man uns vorgibt. Momentan gibt man uns vor, nicht zu veranstalten. Gedenken wir einfach mal der Zukunft da, dass wir einfach wieder normal veranstalten können mit den Minimumanforderungen, die uns da von staatlicher Seite gegeben werden. Jetzt werden wir einfach abwarten müssen, was da passiert. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass wir hier entspannt veranstalten können. Aber wo die Reise hingeht, ist wirklich Glaskugel schauen. So, also wie geht es jetzt weiter im Hinblick auf PSOA 2022, das da hoffentlich stattfinden wird? Wir müssen zwangsläufig natürlich davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr stattfinden können, dürfen, werden. Wir können an der Stelle natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken und jetzt erstmal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr abwarten, wie dann die Maßgaben sind, sondern ein Festival in der Größenordnung verlangt eben eine Langzeitplanung, sei es die Absprache mit den von euch herbeigesehenen Bands oder sei es natürlich die Absprache von den von Miete angesprochenen anderen Gewerken, die da bei uns auf dem Festival arbeiten, vom Bühnenbau übers Catering bis zu dem Mann, der euch dann da die Pissrinne irgendwo hinlegt, muss das natürlich alles irgendwo eingetaktet sein. Dementsprechend gehen wir jetzt direkt in die Planung für nächstes Jahr. Viele werden sich fragen, was passiert mit meinem Ticket. In dem Text haben wir ja schon angekündigt, dass wir die Tickets nicht automatisch für nächstes Jahr erneuern. Da gebt uns bitte noch ein paar Tage Zeit. Wir arbeiten da derzeit an einer Lösung, wie wir euch das mit geringstem Aufwand bestmöglich machen werden. Da werden wir euch auf unseren Social Media Kanälen und auf der Homepage auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, was das Booking Departement angeht, werden wir uns dann einfach hinsetzen und die Köpfe zusammenstecken und dann gucken, was hatten wir ursprünglich ja fürs Jahr 2020, nicht 2021, geplant, was hat davon noch eine Relevanz und eine Geilheit, die wir mit dann für aufs Poster für 22 packen, welche Bands haben uns verlassen, können nicht spielen, wollen nicht spielen. Ja, und werden uns da einfach hinsetzen und gucken, dass wir euch dann möglichst wieder ein ansehnliches Line-Up präsentieren, was die Festivalgestaltung, was das Infield angeht, die Händlermeile, die Fressstände angeht. Werden wir versuchen, euch natürlich altbewährtes und den neuen heißen Scheiß da irgendwie zu servieren, aber wie Mietze schon sagte, ja auch, das ist ein reiner Blick in die Glaskugel und je nachdem, was möglich ist und was nicht möglich ist, versuchen wir einfach für nächstes Jahr das Beste rauszuholen. Ja Leute, im Großen und Ganzen gilt weiter positiv in Zukunft schauen. Also es gibt hier jetzt nichts zu heulen für uns, wir müssen uns jetzt nach diesen Richtlinien irgendwie richten und 22 soll natürlich für uns ein großes Comeback werden. Wie kann man uns und anderen Festivals dieser Tage helfen?
Loyalität beweisen und Tickets bestellen, wenn wir wieder dürfen und wenn wir wieder Tickets verkaufen können. Das ist natürlich jetzt diese große Frage, die da im Raum steht. Ja, passt das dann alles? Wie wird auch nächstes Jahr aussehen? Wir werden euch darüber informieren, aber ihr müsst euren Lieblingsfestivals zur Seite stehen. Ein Festival ist nicht einfach nur ein Festival, sondern das widerspiegelt ja auch einen großen Teil euch, euch ganz persönlich. Und das ist uns hier auch wichtig. Ihr kommt gerne zu uns. Wir wollen, dass ihr auch zu uns kommt. Wir wollen die große Szene darstellen und das ist halt hier in dem Fall jetzt die absolute Priorität. Wenn der Ticketvorverkauf wieder angelaufen ist für euer Lieblingsfestival, kauft einfach die Tickets und steht euren Festivals bei. Das sind dann 2 Jahre ohne Festivals. Hättet ihr euch das mal vor ein paar Jahren sagen lassen, dass es 2 Jahre lang keine Festivals gibt? Ich glaube, ja, ihr hättet einen Kasten oder mehr Kästen Bier gewettet, dass das nicht stattfindet. Jetzt ist es so. Und wir hoffen auf 22, auch wenn das schon letztes Jahr mal so eine Aussage war, wir hoffen auf 21. Wir gehen jetzt einfach fest davon aus, weil länger kann man dieses Spiel hoffentlich nicht mit uns spielen. Jo, also wie gestalten sich jetzt die nächsten Monate? Wir müssen jetzt mal schauen, was der Sommer natürlich bringt, was die Fallzahlen angeht, was eine Aufweichung oder Lockerung seitens der Politik angeht oder nicht da angeht. Das werden wir alle über uns ergehen lassen müssen. Wir hoffen natürlich, dass wir diesen Sommer zumindest ein paar Konzerte oder vielleicht irgendwie ein Mini-Festival im späten Sommer oder im frühen Herbst irgendwie veranstalten können. Aber auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, wir haben ja gesehen, dass wir bei dem Battle of the Bands, das wir gemacht haben, euch da die Festival- und konzertlose Zeit zumindest ein bisschen versüßen konnten mit sinnlosen Online-Debatten, die ihr da geführt habt. Aber ist im Endeffekt ja doch ganz gut angekommen. Vielleicht lassen wir uns da einfach noch ein paar Sachen einfallen, um euch hier auf dem Kanal und ansonsten auf unseren Präsenzen im Internet irgendwie ein bisschen bei Laune zu halten. Wir sind für euch da. Seid ihr gegebenenfalls auch für uns da, wenn es wieder irgendwann heißt, es geht wieder los. Es ist mehr oder weniger als angesprochen worden. Wir planen noch ein kleines Event im September, wo wir jetzt gerade mit den Gesundheitsämtern und so weiter in Verhandlungen stehen, was ist da möglich. Klar ist, und das hat Jana auch genau auf den Punkt gebracht, eine Gängelei wollen wir dort nicht veranstalten. Metal hat für uns einen gewissen Freiheitsgedanken und den wollen wir dort auch weitergeben. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund, bleibt uns treu. Vielen Dank und bis demnächst.